Hi, meine Freunde, willkommen im DFB-Pokal. Im Signal Iduna Park Heidenheim haben wir heute zu Gast. Und die wollen besiegt werden, habe ich das Gefühl. Und wir spielen mit einer kompletten B11, eine ganz komische Formation, habe ich mir da ausgedacht. Und die sieht folgendermaßen aus. Hier wird sie wahrscheinlich wieder komisch dargestellt. Nö, passt. So wollen wir spielen mit 2-1-4-1-2-1, irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich mittelfeldlastig. Und wie hier wird wieder auf dem linken Stürmerposten spielen. Vielleicht trifft er auch, mal sehen. Heute wollen wir auf jeden Fall Tore sehen gegen Heidenheim, dem Zweitligisten, der hier natürlich der klare Underdog ist und sich wahrscheinlich auch hinten reinstellen wird. Aber durch unsere spielerische Klasse können wir das alles aushebeln. Und wollen ja natürlich gewinnen. Mertesacker ist mir schon wieder hier viel zu offensiv. Warum geht denn der so weit vor? Der ist zentral defensiver Mittelfeldspieler. So einfach dieser Fels in der Brandung soll da einfach den gröbsten Schmutz beseitigen. Aber rennt schon da vorne rum. Das nervt mich jetzt schon. Oh, was für ein Fehler. So viele freie Anspielstationen und dann spielt er genau auf den falschen. Und Serge Gnabry, dessen Leihgebühr wird momentan fällig. Unglaublich. Heidenheim, erste Aktion, erstes Tor. Ja, Gnabrys Leihgebühr wird fällig. Wir müssen für ihn blechen. Momentan geht es eher ums Gehalt. Er will 70.000. Und das bieten wir ihm auch. Und dann heißt es aber, er will nicht umziehen. Er will den Ort nicht wechseln, obwohl er ja bei uns ist. Aber gut. Wahrscheinlich werden wir ihn dann ablehnen, weil 100.000 Euro in der Woche zahle ich für ihn nicht. Das ist er mir nicht wert. Dafür spielt er viel zu wenig, hat viel zu wenig Anteil an den Erfolgen der Mannschaft. Und wirklich 1000%ig überzeugt hat er mich auch nicht. Auch wenn es ein deutscher Spieler ist, auch wenn es ein junges Talent ist, auch wenn man ihn bestimmt groß rausbringen kann. Dafür habe ich die Lust irgendwie nicht, weil er einfach nicht mein Spielertyp ist. Damas, den Ausgleich. Gilt scheinbar als Eigentor von Zimmermann. Nee. Für Fopala gilt das Tor. 1-1. Fopala. Schöner Kopfball. Nach dem Spiel haben wir noch eins. Dann ist wieder Transferzeit. Ich weiß nicht, ob ich das filme. Oder ob ich einfach nur darüber berichte, weil das ist ja Winterzeit. Wir sind ja zwischendrin immer spielen. Das ist dann ziemlich doof, wenn man da zwei Tage an Transfers zeigen kann und dann kommt wieder ein Spiel. Das ist dann nicht so cool. Außerdem finde ich es irgendwie cooler, wenn ich euch darüber berichte, so newsmäßig, an wem wir Interesse haben, was denn so passiert und keine Ahnung. Da ist Munir schon unterwegs. Wieder dieses typische hohe Pressing von uns. Mertesacker, der rennt mir da viel zu weit vorne rum. Der soll an der Mittellinie stehen. Wieder alles leer da in der Mitte und Ter Stegen. Und mir hat es auch schon wieder auf dem Weg nach vorne. Das soll da hinten bleiben. Das nervt mich. Mir hat es auch, du Idiot, bleib da hinten. So, jetzt ist er Innenverteidiger, jetzt muss er eigentlich da hinten bleiben. Munir. Fast.
Schöner Fopala. Da ist jetzt viel Platz. Aber kommt wieder bei niemandem an. Jetzt ist mir Mertesacker zu weit hinten. Ach, egal. Was soll's. Wow, was für eine Kombination von Heidenheim hier. Wir kommen da nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch momentan. Jetzt müssen wir eine Lösung finden, wie wir da durchkommen. Oh je, da hat sich ein Depp schon wehgetan, deswegen bringen wir da jetzt Mastur. Wir bringen Ødegaard auf die andere Seite für Fopala. Also dann spielen wir so. Ohne wirklichen Stürmer. Und Toro kommt noch rein für Mertesacker, dann können wir das hier. Ja, ich will den als Libero. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert, ohne wirklichen Stürmer. Nur mit so einem Mittelfeldflitzern. Mastur. Versuch's doch mal, aber nicht wirklich gut. Oh, der kommt noch an, aber da geht der Ding ganz mutig raus und haut das Ding einfach mal weg. Ball weg. Puh. So, jetzt aber. Yaya Touré geht mit in die Offensive. Der Routinier hat die Schnauze voll. Und jetzt, das muss es sein. Das ist es. Schön auf Mastur vorgelegt und dann einfach mal nochmal abgelegt. Auf Ødegaard, der hier sein Tor macht. Da wollte uns jetzt wissen. Wieder Yaya Touré. Offensiv dabei, dann kommt der lange Ball, aber... Boom! Nee. Hätte ja was werden können. Leipertz.
Guter Pass und der Schuss war auch nicht schlecht, aber nicht gut genug. Tiedemanns, schöner Pass auf Ødegaard. Ødegaard kommt nicht mehr dran. Schöner, jetzt die Kontermöglichkeit. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Guter Ball. Mastur wird da, boah, jetzt aber brutal überschlagen. Aber natürlich war der Ball auch dabei. Und deswegen kein Foul. Hätte nicht gedacht, dass es so ein enges Ding wird hier gegen Heidenheim. Dann ist da, ja, Touré. Das hätte die Entscheidung sein können. Schwach. Oh je, das war es wahrscheinlich. Die Luft ist so ein bisschen raus, aber Heidenheim gibt sie noch nicht auf. Stark gemacht. Auch total unauffällig, aber unauffällig heißt nicht gerade schlecht, weil lieber unauffällig als negativ auffällig. So muss man das eigentlich auch mal sehen. Vor allem, wenn er keine wichtige Rolle, also ist das wichtig, jeder ist wichtig, aber solange er keine spielentscheidende Rolle wie ein Stürmer oder ein Torwart einnimmt, deswegen ist das schon okay, dass er eher weniger auffällt. Und das war's. Wir gewinnen, sind eine Runde weiter. 2-1 gegen Heidenheim. Ein schwerer Brocken, aber ein Arbeitssieg letztendlich. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann und tschüss.